Vor 24 Jahren wurde Herr Schuler zum Oberbürgermeister von Leonberg gewählt und diese Amtszeit endet heute. Und bevor Herr Kaufmann am 1. Dezember das Amt übernehmen wird, gibt es hier noch eine Verabschiedung zu feiern, und zwar hier in der Stadthalle. Wir haben erstens gespielt mit dem Sinfonieorchester, da bin ich Konzertmeister. Und zweitens war es natürlich auch eine Herzensangelegenheit, nachdem er so lange hier für die Stadt und für die Musikschule, wo ich arbeite, sich eingesetzt hat. Also mir ist gerade zu Ohren gekommen, dass Sie aus Neukölln kommen. Was vertreibt Sie denn hier nach Leonberg? Na, wir sind Partnerstädte, Neukölln und Leonberg. Aber ich kenne halt Herrn Schuler schon seit langen Jahren und ich finde, es ist ein Einschnitt in der Stadt. Und deswegen war es mir auch wichtig, mitzukommen. Besetzt auch darauf, dass ich also Herrn Schuler schon seit vielen Jahren persönlich kenne und wir uns auch beide aufgrund vieler Begegnungen auch schätzen. Also der Abend war sehr schön, waren tolle Gäste dort und ich denke auch, das gehört sich so, dass man zum Abschied seines Vorgängers kommt, weil wir ein sehr gutes Verhältnis haben. Ich habe mich gefreut über die Reden, über die Musik, über die Atmosphäre und bin rundum zufrieden. Genau, werden Sie denn jetzt eigentlich eingesetzt als Bürgermeister? Am 30.11. werde ich eingesetzt und ist auch für alle, sind alle eingeladen. Und wie fanden Sie denn die Reden? Langweilig?